So, Kilometer 50, es ist 14.12 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zum Roadtrip-Video von Klagenfurt nach Baden bei Wien. Wir sind jetzt knapp außerhalb von Friesach. Hab's versickt. Das Wetter könnte besser sein, allerdings so richtig schlecht ist es auch nicht. Ich bin gerade bei einer Tankstelle. Bettomobil hat sich warm gefahren. Wir sind derweil bei knapp 70 Grad. Betty läuft gut. Dann wollen wir mal schauen, wie das weitere fahren wird. Ich halte euch dann auf dem Laufenden. Ich werde versuchen, so in 150 Kilometer Abständen zu tanken. Und ja, bis dann zur ersten Pause, wenn es das zweite Mal tanken wäre. Ja, dann los. Inzwischen sind wir bei Kilometer 219. Wir sind jetzt über den Semmering gerade rüber und ich bin gerade am Runterfahren. Es ist 17.08 Uhr. Ich habe mich nur zweimal verfranst bis jetzt. Und bin draufgekommen. Wenn man das einmal fokussiert. Ich bin beim Bärenwirt. Rieder, wo bist du zum Geier? Ist nicht offen. Kann man nichts machen. Ich werde nämlich keine Pause einlegen. Ich habe schon einmal getankt. Und ja, ich werde jetzt doch durchfahren bis zum Heider und dann den Kühlschrank schlachten. Und ja, mal schauen, ob ich vielleicht nochmal ein Video mache. Wenn ich noch einmal eine nette Location finde oder so, schau ich nochmal vorbei. Und sonst bis zum Hai. Und geschafft. Bin in Baden angekommen. Jetzt geht's gerade zu Heider seinem Haus. Exakt 5 Stunden und knapp 300 Kilometer, ein bisschen weniger sogar. Das heißt, ich komme bedeutend billiger mit dem Motorrad aus als mit dem Auto. So um Faktor 50%. Egal wie, jetzt wird es gleich mal zum Hai gehen. Schauen wir mal, ist der Hai da draußen am Balkon? Schaut zumindest nicht so aus. Aber wir haben da zumindest, können wir jetzt schon einmal das Hauptquartier des Hais zeigen. Da oben, da, ich glaube, ja, da. Oh je, 5 Stunden, gedacht habe ich, dass es 6. wären. Also dann werden wir mal läuten. Schauen wir mal, bei wem wir läuten müssen. Hallo? Hallo! War ja so klar. Tag 2. Tag Hai. Mit Hai. Und den da. Genau. So, wir diggern jetzt zum Big 11. Ja. Genau, Big 11 Burgerladen in Baden, von dem diese Person nichts wusste. Und jetzt schauen wir mal. Hey, es ist in der Nähe vom Schnitzelhaus, also. Richtig. Und jetzt schauen wir mal, wie der dann schmecken wird. Wir diggern jetzt los und ja. Es ist jetzt zu Mittag, es regnet noch nicht, aber wenn sie so angesagt haben, vorgestern und gestern. Und wahrscheinlich auch ja, und ja, heute haben sie angesagt, jetzt ab 18 Uhr, dass es schüttet. Insofern könnte man Glück haben oder auch nicht, da hinten baut sich ja schon was auf. Hallo Bettmobil! So, inzwischen sind wir angekommen im Big 11. Machen wir es nochmal. Big 11 und bis jetzt schaut es echt lecker aus. Heider, Prediction, ob die Burger gut sein werden? 3 von 4 Noms. 3 von 4 Noms. Mal schauen. Na gut. Burger ist da. Darf ich ihn jetzt essen? Na denn, Nom. Nom.